Und das ist keine Überraschung. Aber Kahns Worte waren wahr. Dieser seltsame Fluss hat mich in die Vergangenheit gebracht. Zu dem Moment, wo ich das Signal gab und alle Schwarzen vernichtete. Und dann wurde ich an dem Ort abgesetzt, an dem ich den letzten Überlebenden dieses Volkes finden konnte. Ein hilfloses und harmloses Kind. Kahn nannte ihn den letzten Engel. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Metro The Last Light Redux. Und wir sind on Tour mit Kahn, um den letzten Schwarzen zu finden. Ist nicht so? Der Zug ist hier irgendwo. Ich hab das im Gefühl. Okay. Hörst du das? Was? Die schreien? Ja, auf jeden Fall. Das ist der Zug. Wir sind richtig. Radio, wir müssen ihn einkommen. Sind wir das? Hallo, ihr Roten. Kann ich euch nicht irgendwie... Oh. Was denn, muss ich... Oh Gott. Nein. Ich warte noch gar nicht fertig. Ich werde mit dem durchladen. Moment. Ich muss mich mal kurz hier heilen. Mir geht's gerade nicht so gut. Und irgendwie treffe ich hier gerade gar keinen. Dankeschön. Autsch. Ja, ich heile ja schon durch. Nur keine Panik. Wer ist... Ah, da ist er. Natürlich! Oh, Hilfe! Was? Diese Elend... Das macht nix. Ja, nur keine Panik. Die Nebenstrecke, oh Gott. Okay. Können wir den abschießen? Yep, das geht. Du bist auch tot und du bist hoffentlich auch gleich tot. Oh, Hilfe. Das ist schön. Ja, da bin ich immer mal gespannt. Ich soll jetzt springen oder was? Los. Oh Gott, ich sehe schon Quicktime Event. Oh, okay. Ich gebe mein Bestes. Doch kein Quicktime Event. Okay. Gut, zieh mich rein. Ziehst du mich rein? Dankeschön. Vielen lieben Dank. Okay. Wir müssen nach vorne kommen auf jeden Fall. Denn nach hinten geht's nicht weiter. Okay, dann Schrot findet Action. Schnauze. Verdammt, was hat er denn? Hat er irgendwas? Ein bisschen Munition hat. Oh, Hilfe. Okay, Jungs. Nicht mit mir. Ihr könnt ja... Ah, sag mal. Geht's dir eigentlich zu gut, hä? Ups. Das ist weniger gut. Das ist... Autsch. Das tut weh. Das ist definitiv weh. Hast du irgendwas? Dankeschön. So, einmal weiter geht's. Oh, ich mache euch doch fertig, mache ich hier. Ich war gerade schon überlegen, ob ich irgendwie ein bisschen reinschleichen soll, aber ich glaube, das muss man hier nicht machen. Definitiv nicht, nein. Und ich, oh, ein neuer Eintrag jetzt bei der Verfolgung? Okay. Moment, Leute, haltet kurz ein. Ich muss mal etwas lesen. Eintrag 1, Kahn. Ich weiß nie, was ich von ihm zu erwarten habe. Ich weiß wirklich nicht, was er ist. Ein reisender Philosoph, ein Zauberer, ein Gast aus einer Paralleldimension, womit verdient er sich sein Lebensunterhalt, indem er Leute rettungslos tötet? Bei ihm habe ich immer das Gefühl, dass ich nichts von dem Leben und der Welt, in der ich lebe, verstehe. Er zeigt mir Dinge, die ich mir nicht erklären kann und auch nie können werde. Lässt das Offensichtliche absurd aussehen, während das Absurde logisch und natürlich wird. Was, wenn er recht hat? Was, wenn die Schwarzen keine Dämonen sind, kein ausgeburtener Nerd, sondern Engel? Was, wenn sie in der Lage wären, uns zu retten? Wenn wir das Tier in unsere Winden und eine gemeinsame Sprache mit ihnen finden könnten? Was, wenn der kleine Schwarze in einem Käfig in diesem Zug sitzt? Was, wenn er wirklich der letzte Engel ist? Was, wenn er das Urteil über uns spricht? Das wäre nicht gut. Das wäre ganz und gar nicht gut. Okay. Euch geht's anscheinend nicht mehr ganz so gut. Oh. Ups. Ich geht's ganz sogar. Autsch, sag mal. Oh. Ganz gar nicht gut. Ich glaube, wir müssen einfach nur vorstürmen. Das andere hat
keinen Sinn. Junge. Dankeschön. Hab ich da irgendwas verpasst? Nichts? Okay, gut. Wenn ich nichts verpasse, ist es gut. Uah, Hilfe, Hilfe. Dich brauchen wir, dich brauchen wir. Oh, 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 Hälchen aber auch. Und weg muss ich. Oh, oh, oh. Das ist eine was? Eine Mine? Das ist aber nicht so gut. Ich mag keine Minen. Minen sind immer so miniger Natur. So, leider. Nächstes weg. Hast du vielleicht irgendwelche Waffen noch liegen lassen? Das wäre gar wunderbar. Ah. Sogar extra dafür ausgelegt, dass ich den hier bekomme. Okay, okay. Einmal mitnehmen. Mitnehmen, mitnehmen. Wunderbar. Du bist nur Hilfe. Wow, Hilfe, wo kommst du denn her? Wow. Okay. Das war mir jetzt gerade ein bisschen, ein kleines bisschen zu knapp. Könntest du das bitte unterlassen, Kollege? Wie habe ich dich überhaupt getroffen? Okay, Schwarze, wo bist du? Oh Gott, nein, nein, das war nicht gut. Das war ganz gar nicht. Nein, 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 nein. Oh Gott. Fähr weg. Ich glaube, das ist die Stelle, wo der Zug bergab geht. Oh. Hey. Hallo, Kleiner. Wie, um dir zu helfen? Oh mein Gott. Er hat mich zurückgebracht. Zurück in die Vergangenheit. Als ich ihn das erste Mal sah. Ja, sie zeigen uns, was gezeigt werden muss. Liebling, du bist ja so groß geworden. Mama, ich hab Angst. Hab keine Angst. Es gibt nichts, wovor du jetzt Angst haben müsstest. Geh nicht, Mama. Oh. Ich bin jetzt ganz alleine. Du bist nicht alleine. Du bist der Erste. Wir haben uns an dich erinnert und haben gewartet. Wir konnten uns an alle Gedanken unserer Art erinnern. Und du hast alle getötet. Und jetzt bin ich allein. Nein. Eigentlich... Was zum Henker? Ist er... Der darf nicht... Nein, 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 nein. Der darf nicht tot sein. Kleiner, ich bitte dich. Halte durch. Okay, wir müssen in Sicherheit bringen. Wir müssen ihn sowas von Sicherheit bringen. Und ich, ganz ehrlich, ich habe meiner... Ich hab's nicht getötet. Wann jetzt bin ich? Natürlich könnte ich ihn nicht töten. Und solange ich lebe und mein Herz schlägt, werde ich ihn beschützen. Khan sagt, wir können ihn benutzen, um den Krieg zu verhindern. Ja, er kann Wunder geschehen lassen. Aber ich will ihn nicht benutzen. Sein Krieg war vorbei, als ich die Raketen auf sein Zuhause richtete. Auf seine Familie. Aber ich hab doch Nein gesagt. Hoffe ich doch. Inständig. Oh Gott. Okay, uns geht's nicht gut. Oh, der Kleine verbrennt. Das ist überhaupt nicht gut. Wir müssen hier raus. Wir müssen hier ganz schnellstmöglich raus. Egal, was kommt. Was ist oben, mein Freund? Was? Ach, du brauchst Luft da. Hier ist es gut. Glänzend. Überall. Da unten ist es schwierig zu atmen. Schlecht. Du aha. Du mich gern? Ja. Du veränderst dich. Was? Inwiefern? Ich werde da sein. Im Glanz. Aber ich werde nah bei dir sein. Okay, er kommt also mit. Aber ich weiß nicht warum. Wo? Okay, die Frage ist, wohin? Wohin geht... Wir, Hallöchen. Nicht mit dir auf jeden Fall. Nicht mit dir. Und unsere Maske ist etwas besser repariert.
Hup. Du siehst mich nicht. Du siehst mich ganz und gar nicht. Ich muss hier weg. Tut mir leid. Ich wollte niemanden verletzen, aber es geht nicht anders. Wenn ihr versucht, mich anzuspringen. Hup, ich muss weg. Zum Henker. Ich muss hier weg. Was? Dankeschön. Ich meine, das finde ich richtig gut. Das finde ich sogar richtig gut. Wie kannst du... Oh Gott. Wie kannst du das nur sehen? Medikit nehmen. Dankeschön. Oh Gott. Okay. Danke, mein Kleiner. Vielen lieben Dank. Wow, Hilfe. Fürchten mich? Was? Du? Junge? Und deswegen? Oh Gott. Okay, er kann unsere Fähigkeiten auf jeden Fall boosten. Das ist nicht schlecht. Das ist ganz und gar nicht schlecht sogar. Oh, warte mal. Das ist schon schlecht. Ich möchte die normale Stahlmunition verwenden. Alles andere wäre nicht so gut. Oh, Hilfe. Okay, tausche mir einmal den Filter aus. Wir haben hier unsere Zeit. Ich möchte aber nicht töten. Ich komme mit dir. Etwas, das du kennst. Ich brauche es. Verstehst noch nicht. Etwas Wichtiges. Tut mir leid, das verstehe ich gerade echt überhaupt nicht. Was genau brauchst du denn? Du könntest mit mir offen reden. Oh Gott. Oh Gott. Bitte einmal nach oben. Dankeschön. Bin ich auf der anderen Seite gelandet? Nein, ich bin sonst irgendwo gelandet. Okay. Dann müssten wir vielleicht nach unten gehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Kann man denn... Hilfe. Und welche Viecher? Das ist Huhuhuhu. Okay. Gut zu wissen, dass das Eis gar so fest ist. Oh, 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 oh. Komm, komm, komm. Verdammt. Das ist nicht gut, den brauchen wir nicht. Ich bin aber kein Essen. Ja. Definitiv. Sicher? Sicher, dass du Kleidung anhaben willst? Oh Gott, das hört sich aber auch da böse an. Okay, da gibt es nichts mehr zu holen. Und hier hinten möchte ich ihn nicht begegnen. Ich glaube langsam, wir kommen wirklich diesmal Richtung Ende. Oh, oh, Hübchen. In den Untergrund wieder. Aber ich hätte gedacht, du magst es hier nicht. Oh Gott. Das kommt mir gerade irgendwie bekannt vor. Habe Angst vor mir, ich kann sehen. Das wurde mir zumindest gesagt. Oh Gott. Hier wurden definitiv so einige hingerichtet. Und mit einigen meine ich viele. Ganzer Kampftrupp ist hier draufgegangen. Huhuhuhu. Vielleicht die nicht nehmen, die sieht noch ein bisschen besser aus als meine. Hier noch irgendetwas? Yep, ein kleines bisschen. Oh, oh, oh. Und brennt, 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 brennt. Okay, jetzt kann ich in Ruhe zumindest nachladen. Das ist schon mal etwas. Einmal kurz. Warte mal, wie war's? Mit T, glaube ich. Oh. Okay. Da habe ich soeben einen Filter verbraucht. Für nichts und wieder nichts. Oh, komm schon. Kann ich denn irgendwas anderes dafür nehmen? Irgendetwas? Nein. Das wäre jetzt zu schön gewesen, um wahr zu sein. Und ich weiß, ich habe Nachtsicht. Aber die kommt mir nicht ganz so gelegen. Dankeschön. Das brauchen wir nicht. Können wir irgendwas aufmachen, irgendwas machen damit? Nicht, na gut. Aber eventuell hier durchgehen.
Lass mich nicht gucken. Oh Gott. Bevor wir nach da oben gehen, gehen wir aber hier hin. Dankeschön. Neue Maske, neue Maske. Nein, das brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht. Soweit haben wir alles voll, was wir hier unten brauchen. Okay, Kollege, wo bist du denn? Wo bist du denn? Beziehungsweise, sagen wir gerade Zeit haben, können wir ein bisschen mehr Strom in die Taschenlampe reinpumpen. Hinter uns kann keiner sein. Er muss wohl hier sein. Ein Gargoyle. Wunderbar. Genau das, was ich mir jetzt schon immer gewünscht habe. Ein Gargoyle hier draußen zu treffen. Ganz schnell durch, ganz schnell durch. Oh Gott! Hey, das ist toll und ich finde es auch toll, dass sie die Kugel gerade nichts ausgemacht haben. Mein Gott. Der Junge kann einen erschrecken. Das war mal einer von uns. Es ist. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein, nein, nein. Oh, überhaupt nicht. Nein, nein. Das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut. Der Gargo ist nicht gut. Oh Gott, nein, 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 nein. Oh. Geh mir weg. Oh Gott, nein. Warum hast du ja nicht gewarnt? Oh nein, das kommt so hinterher. Nicht mit mir. Muss ich schwimmen? Nein, ich gerade nicht, aber. Na, komm nach oben, nach oben. Aufpassen! Worauf aufpassen? Auf ihn hier. Definitiv! Was muss ich machen? Muss ich vorher weggehen? Muss ich ihn töten? Sinn. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss hier nur weg. Ich muss einfach nur weg. Eieieiei, das geht überhaupt nicht gut. Ihr seid auch nicht gut. Ihr seid alle nicht gut. Ihr seid alle kein gutes Karma. Definitiv nicht. Gibt es hier was zum Rausholen? Nein, oh Gott. Oh Gott. Neue Tab, neuer Eintrag. Oh Gott. Die Kreuzung. Ich erinnere mich, warum ich immun gegen den Einfluss der Schwarzen bin. Ich bin tatsächlich ein Auserwählter. Doch ich bin nicht so geboren worden. Ich wurde erst an dem Tag so, an dem wir die Luftschleuse öffneten. Der Tag, an dem ich zum Sterben verdammt war. Ich sollte von wilden Bestien in Stücke gerissen werden, aber dieser Schwarze rettete mich. Ich war der erste Mensch, den sie je getroffen hatten. So war es geschehen. Und bevor ich überhaupt Gelegenheit bekam, Angst zu empfinden, berührte er mich. Denn so stellen sie eine Verbindung her. Mit Erwachsenen ist das schwieriger hinzubekommen, aber mit Kindern. Sie sind noch nicht festgefahren, ihre Seele hat noch keine Kruste und ist leicht zu berühren. Ich war der Erste. Und er hat soeben was mitgenommen und ich bin dankbar dafür. Hey. Benimm dich. Und noch ein bisschen was mitnehmen? Nein. Okay. Dann müssen wir mit dem weitermachen. Den wir weitermachen können. Hups. Wunderbar, ich bin sogar richtig gelaufen. Huah! Nicht bei mir, Kollege, nicht bei mir. Na, kommt her, Jungs. Euch mache ich doch, alle kalt mache ich doch. Oh, halte ich ihn aber auch. Du möchtest doch bestimmt sterben, beziehungsweise... Ja, das war der falsche Weg. Das war definitiv... Oh Gott. Das war mehr als der falsche Weg. Könntest du bitte nach oben gehen? Bin nach oben, bin nach oben. Oh Gott, Dankeschön. Und einmal rennen. Im Rennen, nicht schlagen lassen. Wunderbar. Genau das, was der Arzt verschrieben hat. Am Leben bleiben. Eure Häuser? So hoch? Ihr gemacht? Die Stadt? So groß? Warum seid die Leute jetzt da unten? Warum so wenige? Das nennt man Krieg. Wie auch immer meine Absichten ihm gegenüber sind. Den kleinen Schwarzen scheint es nicht zu kümmern. Er folgt mir einfach, als wenn ich nie hinter ihm her gewesen wäre. Als wenn wir durch das Schicksal verbunden wären. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Ich meine, Freundschaften bauen einfach so aufeinander auf. Und ich sehe, wir sind nahe der Bolles. Zeit zu gehen. Wie Zeit zu gehen? Ich hätte gedacht, du bleibst bei mir, Junge. Sollen wir mal ein bisschen Licht hier an. Du siehst sie nicht. Du nicht sehen kannst? Wen? Was? Rot. Gefährlich.
Oh. Jetzt ja. Jetzt definitiv ja. Oh, kann ich denn... Ah, Moment. So wie es ausschaut, kann ich hier eine neue Waffe verwenden. Ich glaube, die verwende ich jetzt auch mal. Nachdem wir jetzt hier sehen können. Sie ist auf jeden Fall mächtig. Ups. Au, 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 lass mich hier raus, lass mich hier raus. Hua! Hua! Kommt noch meine durch? Okay, mal kurz nachladen. Sniper in Ehren, kann niemand verwehren. Ich glaube, ich hätte das Ganze hier anders nutzen sollen. Mit seiner Sicht wahrscheinlich. Aber es ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen. Deswegen bitte einmal das mitnehmen. Und ich hätte meine Waffe gerne wieder. Doch, zart bin ich, weiß nicht. Und ich hätte mir die andere Munition wieder. Dankeschön. Die wie Sand am Meer rumliegt. Okay, läuft. So können wir weiter vorwerken. Aber keine, warum riechst du immer nur so kurz mit mir? Oh, da hinten wäre auch jemand. Kommen wir vielleicht hinten durch. Kommen wir sogar, aber ich glaube, das ist nicht gerade gut. Das Wetter ist auf jeden Fall nicht freundlich. Oh. Wahrscheinlich hätten wir auch uns vorbeischleichen können. Aber naja. Ihr wisst, ich bin noch nicht so wirklich der Schleichen im Spiel. Das möchte mit mir nicht funktionieren und ich möchte mit ihm auch nicht funktionieren. Aber auch. Hast du irgendwas? Nein. Schade. Geflügelte. Rot. Stark. Ich sehe. Die Gargoyles. Die sind richtig böse, die Viecher. Aber so eine Sicht finde ich auch nicht mal so übel. Die hätte ich auch liebend gerne. Oh Gott, und was für ein Sauwild hinten. Was wir machen können, wenn hier gerade keine ist. Das sieht richtig böse hier aus. Huhuhuhu. Sieh mal, viele. Yep, ich sehe es. Ziemlich viele sogar. Haben wir irgendwas? Okay. Zwei Stück Ghost sind weg. Der ist auch weg. Und ich glaube, einer hat noch gefehlt. Einer hat noch irgendwo gefehlt. Bin mir aber nicht sicher. Vielleicht war der auch oben. Das ist... Oh, Hallöchen aber auch. Im Bereich des Möglichen. Gibst du mir was zu? Etwas Scharfschützenmunition. Ja, okay. Besser Scharfschützenmunition als gar keine Munition, würde ich doch mal behaupten. Ich habe schon wieder eine Leiche durch die Gegend geschleppt. Oh Gott, ein Gargoyle. Ich glaube, ich sollte hier weggehen. Und zwar hier rein. Oh Gott. Das ist nicht mein Massengrab. Habt ihr vielleicht irgendetwas da? Nicht wirklich. Ein bisschen normale Munition. Das ist besser als gar nichts. Das ist doch besser als gar nichts. Und weiter nach innen. Wenn ich überhaupt zur Puls komme. Oh Gott, hatte ich ihn aber auch. Puh. Die Leute haben hier wirklich gekämpft um ihre Brücke. Oh. Ohne Brücke ist auch ein Tresor. Bis die Frage ist, wo ist der Rest? Schauen wir doch mal. Brücke-Eintrag. Oh, Kreuzung zweimal verpasst. Ah, nicht schon wieder. Aber ich blieb ein Mensch. Ich hatte Angst davor, anders zu sein. Angst davor, als abnormal betrachtet zu werden. Ich war der Einzige, der ihrem Einfluss nicht unterlag. Doch ich hielt mich für einen Schläferagenten der Monster. Das Treffen mit dem Schwarzen wurde einfach aus meiner Erinnerung verdrängt. Das Tier in mir erwachte und verschlang den Menschen. Ich ging als Weiß an die Oberfläche und kam als erstgeborener Sohn zurück. Ich sollte eine Verbindung zwischen Menschen und Engel herstellen.
Stattdessen richtete ich Raketen auf sie. Es gab nur einen Überlebenden. Und jetzt steht er vor mir, ein Kind, ein Weißer, allein in dieser Welt. Der Kreis schließt sich. Der Arme tut mir einfach nur leid, so schaut's aus. Was? Hier mit Schrotflintenmunition rumschießen sollen. Das kann ich immer noch machen. Liegt aber auch nichts rum oder so. Nope, nichts aufgenommen. Dann. Hilfe. Kommt das vielleicht noch? Also was auch immer hier passiert ist. Es war mehr als böse. Huhuhuhuhu. Hier wurden Leute. Viecher erschossen. Ihr wollt doch bestimmt weggehen, oder? Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Verdammt, noch eins beim Blitz hier. Okay, dann. Schießen wir mal und hoffen, dass irgendjemand hier die Treppe runterkommt. Last Man Standing. Nicht? Nichts? Wirklich? Ihr flieht alle nur? Hallöchen aber auch. Du bist doch bestimmt einer von den bösen, bösen Psioniker-Viechern. Wunderbar. Wenn ihr euch streitet, freue ich mich umso mehr. Jetzt gehen wir mal kurz zurück. Tun zumindest ein bisschen was mit Munition raus. Wunderbar. 114 Schuss liegen da noch rum. Also wir können das ganze Magazin hier vor uns leer knallen. Okay, gut. Sag ich absolut nichts dagegen. Dann mal her mit euch. Beziehungsweise habt ihr irgendwo einen Schlüssel für mich? Irgendwo einen versteckt? Ich weiß, ihr braucht den Schlüssel nicht, aber ich bräuchte ihn ziemlich dringend. Nur mit Schlüssel kann man Sachen aufmachen. Da ist nichts. Ich mich gerade eher, wo der Kleine ist. Warten, bis ich rüberkomme. Aha, okay. Komm, jetzt haben wir nicht links und rechts von der. Ihr kommt links und rechts von den Seitenwänden auch noch. Sag mal, ihr seid. Hallo? Werden noch meine kommen? Ich hätte hier noch ein paar Schuss frei. Tot. Wieso denn? Hallo? Hallöchen. Wo ist er? Wo ist er? Ich habe so gerade rabbeln und zappeln gehört. Und auch gesehen. Sind voll aufgeladen. Hier, er kann jetzt halt kommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Au, sag mal. Wo ist der Psioniker unterwegs? Ah! Oh, mein Name ist Trommelfell. Ach, Goddammit. Dankeschön. Einmal zu viel geschreit, Junge. Beziehungsweise einmal kurz zurückgerannt. Ich weiß, das ist vielleicht gerade ein bisschen nervig und ich sag gerade nicht so viel. Aber erstens, den Tresor werden wir wahrscheinlich eh nicht bekommen. Und zweitens. Oh Gott, oh Gott. Und zweitens wollte ich mich gerade ein bisschen konzentrieren. Wunderbar.
Okay, wir haben alles am Munition hier rausgeholt. Also insofern, wenn ich wirklich durch puren Zufall hier an den Schlüssel rankommen, würde ich mal behaupten, wir können hier weiterlaufen. Müsste eigentlich immer offensichtlich irgendwo rumliegen, wo es auffallen könnte. Aber ihr kennt mich. Nicht immer ist das Offensichtlichste, mein Freund. Hallöchen aber auch. Nichts dabei. Okay. Dixie-Klo, auch nichts dabei. Okay. Und definitiv wurde hier noch ein letztes Gefecht gemacht. Und von unten kam sie raus. Oh, und der hat noch versucht, die Lugia zuzumachen. Oh Gott, ich hoffe, den Leuten geht's gut. Wo auch immer wir gerade hingehen. Eine Ebene höher. Okay. Autsch. Autsch. Mistvieh. Oh, hatte ich ihn aber auch. Können wir hier reinkommen? Oh, das wäre zu schön gewesen, gell? Waren das gerade Kugeln? Haben wir gerade abgeschossen? Das möchte ich doch mal bitte... Autsch. Unterbinden, sag mal. Dampft noch eins. Okay, Moment. Wir holen dich jetzt mal erstmal hier runter. Wunderbar. Genauso wie wir dich hier runterholen. Kann ich angehen hier. Okay, so. Nummer 1, gecheckt. Nummer 2, ist am checken. Vielleicht gecheckt. Okay, haben wir nichts unten. Und es scheint so, als wäre hier mal ein Außenposten gewesen. Yep, definitiv gewesen. Truppe ausgelöscht, das ist nicht gut. Einmal kurz hier und umtauschen. Besser? Besser, wesentlich besser. Yep, da war meine Radarschüssel. Und alles, was man gebraucht hat für eine wunderbare Kommunikation. Ja, ihr Rohgott. Autsch. Dankeschön. Einmal kurz durchladen. Diese Mistviecher gehen mir sowas auf den Sack. Au, oh, komm schon. Weg mit euch. Boah, so viel Munition an diesen Teilen. Na, no, ouch. Könnt ihr bitte vom Erdboden verschwinden? Dankeschön, Nummer 1 und Nummer 2. Ja, ich weiß, Truppe ausgelöscht. Ich bin auch ziemlich ausgelöscht hier. Ah, Mano. Ich hätte gedacht, ich komme hier leicht drüber. Warum sind hier eigentlich so viele von denen? Okay, wir haben zumindest noch ein paar Kugeln rausbekommen. Nicht gerade das Beste. Oh Gott, der Garko ist auch noch da. Wenn sich die Viecher nicht gegenseitig töten, das wäre wunderbar. Wollte ich das nicht machen. Ach, das hätte ich auch machen können. Oh Gott. Das war das Wichtigste über sich natürlich wieder. Wunderbar. Oh, ernsthaft. Könntest du bitte verschwinden vor mir? Nein, eigentlich sollte ich jetzt... Oh Gott, nein. Ah! Gargoyle? Nein. Aber Junge, das ist gefährlich. Lass den Gargoyle in Ruhe, bist du wahnsinnig, Junge. Das ist schön zu wissen. Ich bin auch groß und dumm. Die Geflügelten sind
Beispiel du arbeitest. Moment, Kinderarbeit ist vielleicht nicht erlaubt. Sind wir hier lang? Manchmal sehe ich eine Tür. Jemand ruft dort nach dir. Warum? Das dürfte wohl meine Mutter sein. Filter austauschen. Machen wir doch glatt. Und ein Tresor, der offen ist. Ja, der ist definitiv offen. Die Maske brauchen wir nicht. Und das Zeug hier können wir alles nicht verwenden. Okay, gut. Dann waren wir auf der anderen Seite doch auf dem richtigen Weg zumindest. Ja, auf der anderen Seite wird wohl meine Mutter sein, die nach mir ruft. Warum denn nicht? Immerhin, Mütter ruft nach ihren Kindern und umgedreht. Ja, Hilfe. Horsch, du mir jetzt erschreckt, Junge. Also diesen spontanen Auftauchen und dann nichts mehr machen, sollte man neu üben.